Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ich sag mal, kleinen Nebenprojekt von mir. Und zwar würde ich gerne Spiele antesten, beziehungsweise die Demo durchspielen. Und ja, es gibt ja einige Demos so auf den Markt und ich habe ja jetzt nicht das Geld, um alle Spiele zu kaufen, deswegen spielen wir einfach mal eine Demo. Ich hoffe, das Format kommt vielleicht relativ gut an und ich habe jetzt einfach mal Steam aufgemacht, bei Demos geschaut und das war ganz oben. The Stanley Parable, ja, schöne Demo. Ich habe jetzt nur den Anfang kurz angemacht, um den Sound zu testen. Ich glaube, der wird auch nicht hinhauen. Ich hoffe mal, dass es irgendwie... Ich hoffe mal, dass es irgendwie hinhaut. Ja, ich würde sagen, wir starten diese wunderschöne Demo einfach mal und mal sehen, was passiert. Ich hoffe ja, dass ich alles mitbekomme, denn Englisch bin ich nicht ganz so gut. Aber wir lassen es mal laufen. Mal gucken. Loading. Ja, fängt schon mal gut an, ne? So. The Stanley Parable Demonstration. Und was ich sehr interessant fand, das erste Mal dachte ich so, hä? Wieso geht hier nichts weiter? Okay. So, ein bisschen habe ich gespielt. Jetzt kommt schöne Musik und ich hoffe, dass sie nicht zu laut ist. Ich habe versucht, ein bisschen runterzudrehen, aber naja. So, anscheinend ist das ein Level wirklich nur für die Demo gemacht. Das finde ich schon mal sehr cool. Oh, ein Automat. Kann man hier auch was verwenden? Nein. Ducken kann man sich, okay. Schleichen geht nicht. Springen geht übrigens auch nicht. Zumindest nicht mit den üblichen Tasten. Ja, cool, eine Garage. Send a demonstration this way. Okay, dann gehen wir uns mal die Demo anschauen. So. Ich hoffe, ich wackel euch nicht zu sehr hin und her. Kann man hier irgendwas aufmachen? Nein. Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 28. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Thank you and have a pleasant demonstration. Cool. Ich würde mal schnell schauen. Eigentlich dachte ich ja, dass ich Dings eingestellt habe. Untertitel. Eigentlich dachte ich, dass ich das gemacht habe. Audio, Subtitles only. Full. Das ist doch Caption. Subtitle. Ich mach mal alles. Also keine Ahnung. Ich dachte ja, ich habe Untertitel an, aber anscheinend nicht. Aber das habe ich ja noch mitbekommen. Wir haben die Nummer 28 und wenn die aufgerufen wird, dann sollen wir da hingehen. Hier ist der Waiting-Raum. Ich finde ja sowas richtig genial, solche Spiele hier, wo man so dieses Real-Life-Zeug, ja. Ich finde das ja total. Nummer 20. Wir haben also noch ein bisschen Zeit. Können wir uns irgendwo hinsetzen oder so? Nee. Es geht aber schnell hier. Da ist es ja den Ämtern hier in Deutschland ein bisschen kürzer. Da dauert das ein bisschen länger hier. Da saßen, glaube ich, letztens jemand, den ich kenne, beim. Bürgeramt, genau. Die saßen da, glaube ich, tatsächlich 3 oder 4 Stunden. Das ist echt abartig. Und wenn man bedenkt, dass die nicht so einen riesigen Warteraum haben wie die hier, da ist das schon echt krass. Oh Mann, ey. Guckt mal, wie spät das schon ist. Übrigens, die Uhr ist nicht die Uhr, die man persönlich selbst hat. Also, hätte ja sein können, ne? So, 27. Komm, die 28, komm. Ja! Oh, bekannte Demos. Das sieht aus wie der Sim Tower oder wie man das Ding hieß. Splinter Cell vielleicht oder wie der heißt. Ich habe das nie wirklich gespielt. Hier Counter-Strike oder sowas. Nicht Counter-Strike, sondern Half-Life. Was haben wir hier? Ja, schön, dass mir das nichts sagt. Ja, ich bin halt kein krasser Freak, der irgendwie alles sich merken kann. Gut. Okay. Oh, hello, hello, hello. Welcome to hello. The Stanley Parable live demonstration. Cool, kann ich mir mal hinsetzen? It will be my pleasure to guide you through this sneak peek at what to expect in the Stanley Parable. A tease, just enough to leave you hungry for more. How exciting. Can't you just feel that nervous tension? Oh ja, oh ja. Looming uncertainty? Why don't we drink in the anticipation for a moment? Just for 20 minutes or so. What? Please, for just 20 minutes, don't move or act in any way. Simply remain motionless and let the thrill of demoing the Stanley Parable wash over you. Was? Was? 20? Was? Nein. Soll ich jetzt 20 Minuten stehen bleiben, oder wie? Okay, please remain motionless, okay. Nicht bewegen, vielleicht schnell einen Energy Drink trinken, damit ich nicht einschlafe. Moment, noch ein bisschen. Oh, wait, I've got it.
You know what would really ramp up the anticipation? If I gave you a little tour of the facility and show you how we make video game demonstrations. Yes, you'll be simply out of your mind with anxiety. Come along this way. Oh, das wäre natürlich sehr cool. Danke, danke, danke. Oh, sehr schön. This is where I and the other proctors have been working meticulously to construct a demo that explains clearly and concisely exactly what the Stanley Parable is, how it plays, and why you should spend real-world money on the main game. Okay, okay. Video game demonstrations are tricky, and without the proper technology, you run the risk of the player having no idea what to expect in the full version. Demo Admin 1, Demo Admin, Admin 9, aha. Gut, sehr schön, eine schöne Fabrik. Hier wird also alles hergestellt, wenn man sich ein bisschen zoomen könnte. Interessant, interessant. Mal schauen wir mal ein bisschen runter. Also es scheint, das Spiel scheint wirklich etwas anderes zu sein und es macht schon irgendwie Lust auf mehr. Here is one such technology. These buttons are meant to convey the meaning of choice and the impact of the decisions you make. After all, choices carry tremendous meaning and consequence. Didn't you know that? Go ahead. Why don't you try picking one of these buttons to press and we'll see what your choice says about you. Ich nehme den da. Geht das? How fascinating. Did you know that 94% of all people who select that particular button are sexual predators? Oh. You see, our choices really do illuminate the very intangible nature of our minds and souls. Pervert. Ich bin kein Perverser. Okay, what else can I show you then? This place is the buffalo of game design. Nothing is wasted. Buttons and choice, Demo-Status, Kompliment. Ich gehe mal hier Demo-Status. This device tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Somewhere around here there's also a device that tells you whether or not you're inside a device that tells you whether or not you're inside a video game demonstration. Okay, nichts in dem Raum wird mich töten, das finde ich immer sehr schön. Okay, ja. Hm, okay, Entschuldigung. Was haben wir hier noch? Compliments, was heißt das? One of the most important parts of administering any demonstration is pumping up your ego and appealing to insecurities about your sense of self-worth. That's why we use this room to develop cheap compliments to shower on the player during the demo. Go ahead and press that button to see some of the superficial flattery we've been cooking up. My heavens, I've never met someone who can consume as much uranium in a single sitting as you can. Yeah. Just look at you go. Ich bin halt gut, ja, Uranium. Of all the people I know who are playing this exact demo at this exact moment and standing in this exact room, your performance is easily in the top 5,000. Top 4,700 even. I won't go as far as 4,600. Kann ich da noch mehr anklicken? Ja, cool. Let's see. Oh, this is embarrassing. Hmm. I really can't think of anything else to say. No. You've really exhausted my list of comments. Goodness, that was fast. Either you or this department has a lot of room for improvement. Ja, what's next? Hier wird anscheinend sehr viel gequatscht. Das heißt, ich kann auch nicht so viel sagen. Now, here's what we use to convey story. These booths convert text from a story into raw emotion. Go ahead, step into one of them and feel the sheer power of narrative exposition. Ich nehme Discovery, das klingt besser. It was though and within the shame he carried that ocean breeze did drift. The fierceness of the tides, the inevitable collapse of their kingdoms, washed ashore, bereft of shame, martyrs devoid of a cause, ripping and tearing at the eternal seams. Whoa! Whoa! Where did these cliffs go? Whoa. These crags that we stood upon, they shielded us from our own ignorance, spoke cockily. Alter, geht's hier auch noch rein? Ja. Now we have to save at least a few emotions for the full game. Na gut, ja, auch sehr interessant. Was sagt uns das über das Spiel? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ist echt schwierig. Oh, how vulnerable of you. If at any point during the demo you need Final Choice, just let me know. Wall Technologie, das klingt doch sehr gut. I think you'll find this exciting. We've actually developed a wall that you can walk through. Go ahead. Give it a shot. Okay, okay, da kann ich durchlaufen angeblich, okay. Oh,
Das war ja klar. Ja, gut, ja auch, also... Na, ich weiß auch gar nicht, um was das Spiel geht, also ich glaube... ich werde nachher nochmal die Steam-Seite zeigen, werde ich nochmal einblenden. Ich weiß, glaube ich, auch gar nicht, um was das Spiel überhaupt handelt, also, ich glaube, das ist tatsächlich nur so ein Spiel, wo du die ganze Zeit irgendwie rumgeführt wirst. Was ist denn da drinne? Aha. Da komme ich aber nicht rein. Na gut, dann Final Choice. Out of Order. Schön. Oh, das Art. Wunderschön. Okay, ich gehe weiter. Gut, dann schauen wir mal. Ich weiß auch nicht, wie lange so eine... Do you like the Stanley Parable? Ah, now this room is perhaps the most important you'll encounter in the demo. This is where we determine whether or not the demo has been effective. No! What are you doing? You can't make that decision yet. You haven't played the demo. We've put so much work into this demonstration. Wouldn't it be a shame if you rushed right into making a purchasing decision without savoring it first? Let this one simmer. You'll have plenty of time to decide later. Ich war doch schon überall. Jetzt gibt's ja nur noch den Exit hier. Da schau ich mal rein. And there you have it. Everything you need to know about how video game demos are made. Okay. Cool. Jetzt weiß ich, wie man Videogames Demo macht. It's still important that we address safety concerns. Please closely observe the following possible negative side effects of playing the Stanley Parable. Okay. If you agree to be held 100% responsible for any and all injury or long-term damage, mental, physical or otherwise, that may occur while playing the demo, please do not press the large red glowing disagree button at this time. Nothing? No objections? You're quite sure about that? Ja, super Demo. Well, all right then. In the event that you do experience one or all of the previously listed symptoms, let's establish a signal for you to convey to me that you wish the demonstration to be terminated. Please step into the dance perimeter. Nein, ich möchte nicht, dass es hier aufhört. Oder muss ich da jetzt rein? Ich gehe da mal drauf. Please perform a dance. Okay. Ja, da, 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 da. Your dance has been recorded. Oh. In the event that you feel confused or disoriented by anything you see inside the demo, perform that dance and I will terminate the demo immediately. Right. All preparations have been made. It is time at last. Ja, are you prepared for the Stanley Parable? Ja. Ja. Ja, da ist die Demo, die Demo. Endlich kann ich die Demo spielen. Oh wait, what? Was? Was? Was ist denn jetzt los? Okay, I'm lost. Let's just get back to the green room and start the demo. Ich gehe einfach rein. Auch wenn ich nicht dran bin. Oder darf ich das nicht? Okay, here we go. The Stanley Parable Demo Take 2. Okay. Finding the demo, learning exactly what the Stanley Parable is. Here it comes. Ja! Ja! Die Demo! Oh, wait, what's this? Sieht aus wie eine 8. 8. Ja. 8. This is all wrong. This isn't the Stanley Parable. This is a game where you press a button and it says 8. Not only is the Stanley Parable not a game about continuously pressing the number 8, I can guarantee that this button does not appear anywhere in the main game. Toll. Why is it not the demo for the Stanley Parable? Where did the demo go? There was an actual demo here before. Something has gone wrong. It's all gone horribly wrong. Mist, was machen wir jetzt? Before you start forming impressions of the Stanley Parable based on whatever the hell this 8 game is. We need to get up. We need to start over. You mustn't stay here another minute. Out, out. Ja, schnell raus hier. Oh mein Gott, ey, was für ein Fehl. Das gibt's ja gar nicht. Imagine if this had been the demo. What would you have been thinking? You'd have left with no idea what the Stanley Parable is about. None whatsoever. Ja, das stimmt. Und nun? Was mache ich denn jetzt? Gehe ich jetzt nochmal rein? Was ist das? Das ist jetzt die gleiche Tür.
Okay, kann ich nichts machen? Ja, dann laufe ich jetzt einfach zurück, oder was? Kann ich jetzt hier draußen lummern? Nö. Mhm, interessant, interessant. Gibt's hier eine seitliche Tür irgendwo? Nein. Oh, hier sind nochmal die Bildchen. Der Warteraum. Und jetzt... So. Welcome to the Stanley Parable Demonstration. Your number is 30. When your number is displayed, please enter the demonstration room. Okay. Thank you and have a pleasant demonstration. Ich muss anscheinend doch mal weiter zurück. Okay, dann wieder zurück. No problemo. Okay, now let's take a minute to get something straight here. When you sit down to play this demo, you are assuming an amount of responsibility for its outcome. Now, I can't say for certain whether you caused us to encounter the 8 game rather than the Stanley Parable, but I think it's a pretty safe assumption that you had something to do with it. At this time, please take a minute to think about all of the mistakes you've made in playing this demonstration, as well as your lack of respect for demo taking in general. Was? Ich hab doch gar... Was? Mistakes? Was? Ich hab irgendwas falsch gemacht. Nee. Eigentlich nicht. Ich hab alles richtig gemacht. Ja, ich hab alles richtig gemacht. Ja, oder? Ich laufe doch. Wonderful. I could really feel the introspection on my end. Now that we're all on the same page again, I feel ready to attempt the demonstration once more. Was? In this third attempt, we shall truly come to understand the meaning of the Stanley Parable. Let the demonstration begin. Oh, das ist dunkel. Jetzt geht's los, endlich die Demo. Um was geht's in dem Spiel? Um was geht es? What? No, it can't be over yet. You didn't see anything. Everything that was supposed to demonstrate why the Stanley Parable is a quality experience worth your time and money. It was here somewhere, I'm sure of it. Oh, no. We have to get out of here. We have to find something for you to do, anything. The demo cannot end like this. Hurry, this way. Schnell raus hier. Okay, yes. This is new. This is different. Surely there must be a game somewhere in here. Okay. Oh, how about this cup? Yes, go pick up the cup. All right, now put it, in the bin. Okay. You did it! Ja! You won! Juhu! You know what you get for winning? An achievement. Ja, ja. Wow, the Stanley Parable just keeps getting better and better. In fact, let me take a little survey of your experience. Based on what you've played so far, would you purchase the Stanley Parable? I don't get it. What is this game? I am fire. Please, someone call for it. Responded. What a clear and straightforward demonstration of the merits of the Stanley Parable. I am convinced of the quality of the full game. Incredible. You really do get it. You understand. Oh, I was so worried. I just wanted you to know what I see in the Stanley Parable. What I think makes it, well, special. It's so very difficult to put into words. Oh, we're all beyond that now, aren't we? Come along. Let's get to the end and the final choice. Okay. Ending, where are you? Where are you? Is this it? Yes, the end. Now, this is where we want the demo to be over. And I think it's time for you to log your final decision as to whether or not the Stanley Parable is any good. And it all comes to this. Please consider very carefully before answering. Much is at stake. Do you like the Stanley Parable? So, ja, dann können wir das ja gleich verwenden, um die Demo ein bisschen zu bewerten. Also an sich fand ich das, also man weiß natürlich immer noch nicht, um was es überhaupt geht. Und ich glaube, in dem Spiel, wenn das dieses vollständige Spiel, wird es wahrscheinlich genauso sein, dass der Sprecher dich die ganze Zeit voll quatscht, dich irgendwo hinleitet und so weiter. Aber an sich finde ich das echt cool gemacht. Und ich hoffe, also ich werde mir das Spiel vielleicht irgendwann mal kaufen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie teuer das ist. Wie gesagt, ich blende jetzt am Ende dann nochmal die Steam-Seite ein und quatsch dann nochmal ein bisschen darüber. Und ja, jetzt werde ich mich natürlich für Yes entscheiden, weil es war schon ziemlich cool. Oder auch nicht, ich kann es nicht anklicken. Is it working? Are you sure? You sure you press the button? Oh Mann! Oh! Das hat mich jetzt erschrocken, ey. Start again? Hello? Is anyone there? They already finished. They said they liked it. I need someone to stop the demo. Hello? We need to go back.
Nein. To get out of here. Nein. Es geht schon wieder. Es geht also doch noch weiter. Ich glaub's ja nicht. Ja. Kann ich zum Exit gehen? Ich glaube nicht. Der ist natürlich zu. Was sonst? Oh, was ist denn hier? Was ist das denn für ein. Oh no, what's going on? Where is everyone? Okay, over to the left. Down this way. Ja. 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 Oh mein Gott, was geht hier ab? Ja, schnell isolieren. Oh, danke. Oh, nice and quiet. Finally. Well, I suppose we can both agree that I failed, haven't I? My job was to be a teacher, and I so badly wanted to teach you exactly what the Stanley Parable is supposed to be, but somehow I couldn't. Well, at any rate, I don't know if I care for the Stanley Parable anymore. Do you think any of this is actually in the main game? Ich weiß nicht. What would that even look like? No, I think I've had enough of it. No more doors, no more demonstrations, no more endings. That's the other problem with this game. There's too many bloody endings. I'm sick of them. How can one game end so many times? It doesn't make sense. Oh, but back at the beginning of the demonstration, now, that was lovely. No concerns about where it was all going. No confusion. Just a blank slate. Oh, yeah. That's what I want. A game of beginnings. Hey, do you remember just a few minutes ago when we met for the first time and I showed you the technology used to make the demo because I thought there actually was a demo? Oh, we were so naive back then. How little we knew of the world. And then, when we ended up back in the waiting room, even though you'd already done that before, yes, it's all so fresh in my memory. There were such wonderful moments. Ach, ja. Oh, and then when we played the game with the cup and you won, and then we kept wandering and we ended up in a stairwell somewhere. Was? And we just kept climbing and climbing. Hier waren wir doch gar nicht. After flight after flight. I thought they would never end. And then we were on some kind of catwalk. Was? I didn't have any idea what was down there. Did you? Hä? And we just kept going and we found that elevator and it said escape on it. We talked about it for a while. About how we couldn't possibly know whether this was really an escape, but that it seemed. Not mich an Portal 2. At the very least, it would be an adventure. So we got inside and we rode the elevator up and up and up. We had some sense that the end was coming, but we couldn't possibly know when. And then, after so long, it finally stopped, and we stepped out into the lush outdoors, the trees, the wildlife. The sun rising on a new and glorious path. Ja. Freedom. We were free. There was nothing to think, nothing to know. Okay. Simply us being right there in that moment. Oh. Wasn't it so beautiful? Ja. Wasn't that moment so singularly, ja, piercingly beautiful? Ja, das war so schön. We were free. Das stimmt. Oh. Okay. Aber ich glaube. Oh. Schwarzer Bildschirm? Was ist jetzt los? Okay. In 6 Tagen, ich glaube, es ist schon draußen, aber. Oder? Ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass das nur die Demo ist. Oder man es schon kaufen kann. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe einfach die Demo genommen. ja, cool. Also vielleicht geht es ja noch weiter. Wir werden es sehen, weil bei dem Spiel kann man sich anscheinend nie sicher sein. Na? Ja, einen schwarzen Bildschirm habe ich. Einen schwarzen Bildschirm. Naja, ach, da geht's jetzt. Okay, wir haben es also geschafft, wir sind durch und ja, an sich, ich blende jetzt nochmal die Steam-Seite ein, um das mal ein bisschen zu zeigen und dann ja, quatsche ich noch ein bisschen was darüber.
Okay, und da sind wir auch mal mitten so im Steam. Und so wie es aussieht, habe ich tatsächlich ein Spiel gleich rausgepickt, was doch sehr interessant ist. Und ich bin, glaube ich, schon so veranlagt, dass ich das dann auch doch irgendwie auch spielen möchte. Und ich sehe gerade, tatsächlich, das Spiel kommt am 17. Oktober erst raus, also 5 Tage, 19 Stunden jetzt. Ich weiß ja nicht, wenn ihr das jetzt guckt, das Video. Und ja, anscheinend ist es ein Spiel, also so eine Art Standalone-Remake von einem Half-Life 2 Mod von 2011. Und ja, anscheinend läuft man ja da durch und dann quatscht er dich zu und dann läuft man durch Labyrinthe und alles. Ich weiß nicht genau, um was es da geht. Und die Internetseite sieht da genauso aus. Hier, wenn man sich jetzt mal die Internetseite anguckt, ja, was ist das? Und das ist das, so sah der Mod mal aus und das ist es jetzt. Und hier ein Haufen Awards abgegriffen und dann sieht man immer Büro und hier gibt es auch noch ein paar Videos, könnt ihr euch natürlich anschauen. Ja, der Link ist natürlich in der Videobeschreibung und ja, also sehr, sehr interessant, um was es da alles geht. Und ich möchte das vielleicht spielen. Ich muss das spielen. Vielleicht muss ich davon sogar ein Let's Play machen. Ich weiß es nicht. Also ich wollte ja heute nur eine Demo aufnehmen und habe vielleicht die erste Demo genommen, die es bei Steam gab und dann auf einmal sowas. Na gut, dann würde ich sagen, schaut ihr euch das Spiel einfach bei Steam selbst mal an und vielleicht gefällt es euch. Und ja gut, ihr habt es jetzt natürlich schon gesehen, aber naja, mal gucken. Gut, dann ich war der Tenchi von Sinups Kanal und wenn euch das Format gefällt, werde ich vielleicht noch ein paar andere Demos spielen. Also, bis dann, tschüssi!